Und jenem Tag im Sommermond September, nicht weit vom atomaren Kraftwerk Wiel, saßen wir im Gras und hielten unsere Hände. Und ich liebte sie und ich hatte auch so ein Gefühl. Und über uns am veilchenblauen Himmel zog eine Wolke, die ich lange sah. Grünlich-weiß und ungeheuer oben zog sie hin und war unaufhörlich da. Musste sie ja kommen. Wir hatten uns gerade diesen Augenblick so lieb. Da hat sie mich in ihren Arm genommen. Ich musste weg, das Mädchen blieb. Wir mussten uns ganz plötzlich trennen, weil Gevatter Tod mich zu sich rief. Viel kann ich euch nicht über ihn erzählen. In meinem Falle war er radioaktiv. Was aus dem Mädchen wurde, kann's nicht sagen, weil man tot das Leben schnell vergisst. Bitte seid so nett und geht mal fragen, ob mein Liebchen noch am Leben ist. So vieles möchte ich gern noch von euch wissen. Schade, dass ich nicht mehr bei euch bin. Vielleicht habt ihr ja auch ins Gras gebissen und kratzt euch gerade nachdenklich das Kinn.